Deswegen dauert das jetzt hier eine Weile. Was ist los? So soll es geschehen. Die Mumie gibt aber auch exzellente Erfahrungspunkte. Yay, drei Zauber des dritten Grades mal. Einen des ersten, das ist gut. Des zweiten Grades. Drei Zauber des zweiten Grades. Okay, was hätten wir? Agnarads Hexerei ist ein Flammenstrahl. Der ist nie verkehrt, eigentlich, den zu haben. Alp macht Gegnern Angst. Berührung des Ghouls ist ein Nahkampfzauber. Wenn der Anwender diesen Zauber spricht, wird seine Hand von einem grünen Schleim umhüllt, ja. Wenn er einen Zauber im Nahkampf, also einen Gegner im Nahkampf trifft, wird es gelähmt, wenn der Rettungswurf nicht gelingt. Mhm. Blindheit ist klar, böses Entdecken ist klar. Dekastab. Der Zauberspruch legt einen Kraftstab in die Hand des Anwenders. Dieser wird als magische Waffe benutzt, die 1 bis 6 Schadenspunkte pro Treffer verursacht. Außerdem kann er Wesen treffen, die gegen normale Waffen immun sind. Es handelt sich jedoch um einen Stab, für den Fertigkeiten im Umgang mit Stabwaffen erforderlich sind. Ja, andernfalls führt es zu Strafpunkten. Der Stab kann seinem Ziel auch 1 bis 2 Trefferpunkte entziehen und dem Anwender geben, ja. Furchtbann ist klar. Gesinnung erkennen. Glitzerstaub. Glück. Katzenanmut. Klopfen. Netz ist so eine Sache, die ich lernen sollte, aber jetzt nicht als erstes. Ja, weil jeder, der reinläuft, ist kampfunfähig. Melfs Säurefall sollte ich ja lernen. Verschwimmen. Also ja, als erstes Melfs Säurefall, dass ich einen Kampfzauber habe. Spiegelbild vielleicht noch. Schneeballschwarm. Oh. Schießt auf irgendeinen Punkt Schneebälle. Klingt auch nicht verkehrt. Schwächungsstrahl. Ja, Stärke nicht, brauchen wir nicht unbedingt. So, okay, dann noch sie Level up. Wie gehabt, 5 Punkte in jeweils die wichtigsten. So. Ah, und die Illusion erkennen können wir auch 5 Punkte. Praktisch. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja, er muss aber allerdings rasten, bevor er seine Zauber kann. Dein Befehl? In Ordnung. Zauberrobe. Ja? Woran hat mit Vergnügen? Was war das letzte? Eine Riesenhellebarde. Ey. Cool. Also ja, bei ihm... Oh, er ist jetzt überladen. Nicht so toll. Also ja, Riesenhellebarde. Hä? ETW Malus? ETW Bonus. 1W10, 2W8, Rüstungsklasse minus 2 heißt, ich gehe auf 3.
Das Ding ist interessant. Du kriegst es trotzdem mal. Einfach weil der Schaden so böse ist. Das ist noch ein Mausoleumsschlüssel. Dieser Schlüssel ist, ist aus gelbem Elfenbein geschnitzt. Der Griff hat die Form eines menschlichen Schädels. Anstelle von Augen blitzen zwei rote Edelsteine. Zauber. Probe des Widerstands gegen Kälte. Ja, ist immer noch besser als nichts, das Teil. Klopfen. Also Klopfen ist zum Türen öffnen da. Was eigentlich auch manchmal praktisch sein kann. Oh, und sie kann jetzt die Pfeile identifizieren, weil sie sagen, Kunde 22 hat. Krass. Ja. Das ist krass. Oh, und hier ist... Vorwärts. Hier ist ja noch etwas. Ja, gewiss. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Ein bisschen Tant. Stärkung ist ein netter Zauber eigentlich. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Was? Ich tu's. Dein Befehl. Vorwärts! Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Dachte ich mir fast, dass hier noch eine Falle ist. Ja. Und dass jetzt gleich die freundlichen Bogenschützen um die Ecke kommen. Helft mir doch. Mit Vergnügen. Sag, was du von mir willst. Nehm keine Gefangenen! Euer Leben ist verwirrt! Ich höre, wenn es sein muss. Kann ich helfen? Sterb! Vita Mortis Kaya! So soll es geschehen. Gut. Noch ein paar Pfeile für sie. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Was ist los, wenn es sein muss? Und hier geht's zur zweiten Ebene. Okay. Dein Befehl? Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Sofort! Okay, das ist nur ein Morgenstern. Also ein normaler Morgenstern, kein guter. Das auch. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt wirklich in den Schutz dieser Statue zurückziehen. Und dort mal rasten. Also die Seite sieht aufgedeckt aus und ich mag immer noch den Map-Style von diesen Spielen. So, einmal rasten. Ja, 18 Stunden geruht. Wir haben jetzt die siebte Stunde schon. Woran hast du gedacht? Ist das alles? Ja, in Ordnung. Ich höre, wenn es sein muss.
Oh, und das hier sieht wie... Ah, Tag. Tschüss. Sag, was du vorwärts! Ich mach mir meinen Traum in deinem Blut! Was? So soll es geschehen. Erstklassiger Bolzen? Praktisch. Was ist in Ordnung? Au. Wie kann ich helfen? Komm, ich mach mir meinen Bart in deinem Blut! Woran hast du mit Vergnügen? Okay. Erstklassige Pfeile. Dein Befehl? In Ordnung. Ich höre, wenn es sein muss. Ja, ich weiß genau, wenn ich jetzt da... Ich weiß nicht, warum es lila ist. Genau, weil er eine Falle zulässt. Ich meine Gefangenen! Kommt her, wenn ihr euch traut! Und das war unser erster Tod. Was? Ist das alles? Wie kann ich helfen? Was ist los? Ist das alles? Woran hast du? Ich höre. Dein Weg in Ordnung. Spür meine stählerne Klinge. Was? Wie macht man das am besten? Was? Ich hatte einen versteckten Fehlgeschlag. Also einmal versuche ich es noch. Wie kann ich vorwärts? Was ist los? So soll es geschehen. Jawohl! Dein Befehl. Weiter! Ja. Mögen die Götter euch gnädig sein. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Okay, ja, das klappt einigermaßen. Was? Ist das alles? Geht weiter! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ist etwas nicht in Ordnung? Nicht deine Gefangenen! Oder noch besser, mach mal Untote vertreiben. Dein Befehl? Okay, jetzt ist sie sichtbar. Das heißt, jetzt müssen wir schnell was tun. Wenn es sein muss. Kann ich helfen? Brauchst du sofort. Woran hast du gedacht? Wie lautet dann? Ich werde mich darum kümmern. So. Ja? Ihr könnt alle zum Euer Leben ist Kampf verwirrt. Beitragen. Sag, was du von in Ordnung. Ich höre, ist das alles? Wieder ein Kurzbogen. Plus eins. Eine Hastrolle. Hast ist...
Grad 3. Also auch ganz wichtig, dass wir das schnell lernen. Schutzformel gegen Feuer ist gar nicht mal so schlecht. Was ist los? Woran hast du mit Vergnügen? Und den kannst du nicht identifizieren. Das heißt, es ist Kurzbogen plus 1. Okay. Hab nichts gesagt. Wie kann ich helfen? Vorwärts! So, jetzt aber, weil wir schon etwas überziehen hier. Speichern wir mal. Das ist jetzt dann 005. Also speichern. LP 005. Und dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.